Herzlich willkommen, New World Economic Forum. Ich bin heute der einzige Sprecher und Gast des New World Economic Forum. Auch das gibt es halt. Und ich denke, wir haben auch das wichtigste Thema überhaupt, denn ich glaube, dass die neue Welt, also wir auch, der Weltrat Next Scientists for Future, glauben fest, dass die Lösung für alle Menschheitsprobleme auf der politischen Ebene, Gemeinschaften sind noch was anderes, die Gemeinschaft Köln-Süd lädt ja ein, dass man dazukommen kann, aber die Lösung für alle Menschheitsprobleme liegt in der Diskussion zwischen Gemeinwohlökonomie nach Christian Felber, GWÖ, und GWO, gemeinwohlorientierte Wirtschaftsordnung, der Next Scientists for Future vom Weltrat. Und wir beraten eben die Partei des Gemeinwohls und hoffentlich bald Teile der Bundesregierung. Auf jeden Fall wurde uns das in Aussicht gestellt. Und ja, dann mal sofort rein ins Thema, denn wir haben, glaube ich, immer in letzter Zeit den Fehler gemacht, zu viel zu erklären. Ich erzähle Ihnen sofort den Lösungsentwurf, in dem Falle erstmal der GWÖ und dann der GWO. Also die GWÖ versucht, ihr Leben zu einem Paradies auf Erden zu machen, indem sie den Unternehmen, die uns Gutes tun und dafür auch sozusagen die Erde nicht vergiften sozusagen und zerstören, denen versucht sie, das bisher teurere Herstellen, weil menschenfreundlichere Herstellen von Produkten, was zu einem Marktnachteil führt, die Leute kaufen nun mal überwiegend das Billigste, diesen auszugleichen, indem sie ihnen finanzielle Vorteile, Steuervorteile, alle möglichen Varianten finanzieller Vorteile geben, die am Ende dazu führen, dass die Unternehmen, die uns Gutes tun, finanziell bevorzugt sind. Aus unserer Sicht hat aber die Gemeinwohlbilanz zum Beispiel so große technische Mängel und so große Fragezeichen. Es gibt also wahrscheinlich 5 riesige Schwachpunkte der Gemeinwohlökonomie nach Christian Felber, weswegen wir davon ausgehen, dass nie jemand wagen wird, sie zu einer Staatsform zu erheben, weil sie einfach unsere jüngere wilde Schwester ist. Wir werfen das dem Christian Felber nicht vor, dass er geforscht hat, ohne nach unseren Büchern zu suchen, nach neuen Wirtschaftsbüchern zu suchen. Dann hätte er nämlich auch gewusst, dass es längst Leute gibt, die seit 54 Jahren daran gearbeitet haben, eine gemeinwohlorientierte Wirtschaftsordnung, die allerdings nicht diesen Namen hatte, ne, dass insofern wär's, hätte Felber natürlich nur nach Wirtschaftsbüchern suchen müssen. Aber gut, wir haben, er wusste nicht, dass es schon längst Bücher vor ihm gab. Man kann es das ihm sicherlich nachsehen, aber die Grundgedanken all dessen, was er formuliert, sind schon lange von uns veröffentlicht gewesen. Aber ich schildere jetzt gleich mal, wie das Paradies auf Erden aussieht, wenn wir auch jetzt nochmal stärker auf die GWÖ, so mal mixen zu einer idealen Kombination sozusagen und im Prinzip mal hauptsächlich auf GWO gehen. Da gehen sie nämlich zum Supermarkt einkaufen. Sie gehen rein in ihren Supermarkt oder in ihre Supermärkte und sie sehen plötzlich nach dem Umbau, der vom Staat finanziert ist, jeder Supermarkt kriegt einen Verdienstzuschuss, Vorschuss oder ja, auf jeden Fall kriegen sie Geld überwiesen, damit sie ihre Märkte umbauen können. Und auch sofort eine Ernährungsberaterin, einen Ernährungsberater einstellen können. Und sie kommen rein und sie sehen rote und gelbe, also von wegen Ampel, rote und Ernährungsampel oder Lebensmittelampel, rote und gelbe Ecken
und Randregale und unten und so weiter. Rot und Gelb ist immer unten und Rand und so weiter. Da finden Sie alles, was Ihr Herz genauso schön weiter krank macht wie bisher. Wenn Sie gerne weiterhin sich krank essen wollen, dürfen Sie das natürlich selbstverständlich in einem freiheitlichen Staat. Aber in der Mitte ist dann eine ganz große grüne Gesundheitslandschaft. Da sind Bänke zum Verweilen. Da können Sie dann mit der Ernährungsberaterin, falls Sie wollen, plaudern und talken und so weiter. Und ja, und das ist alles dann möglich. Und jetzt muss ich nur mal gerade gucken, ob sie mich auch, ob die Aufnahme mich auch gerade gut hört. Sekunde, ich mache mal ganz kurz Pause in der Aufnahme. Aufnahme. Ja, und dann dieser Supermarktleiter versteht sich und seinen Markt dann wie eine Art, ja, also als Teil des Gesundheitswesens. Er versucht, sie zu inspirieren und anzuregen in jeder Hinsicht, dass sie möglichst nie Krebs bekommen, nie Herzinfarkt und so weiter. Und dann gehen sie zu dem kostenlosen Kursangebot ihres Hausarzt-Gesundheitsteams. Auch diese haben vielleicht Anfangsgelder bekommen, ja, Startgelder. Und vor allem haben sie den Zugriff auf alle Hallen, auf alle Räumlichkeiten, auf alle Fitnessstudios bekommen. Das wird alles staatlich finanziert, sozusagen, wird alles gemacht, so wie man heute jetzt einfach mal so auf die schnelle 100 Milliarden dafür verwenden will, dass man Deutschland so richtig aufrüstet für den Dritten Weltkrieg. Genauso werden dann einfach mal 50 Milliarden oder was verwendet, um eben, dass eben die Hausarztgesundheit Praxen sofort, die Hausarztgesundheitsgemeinschaften sofort Teams anstellen können, Teammitarbeiter anstellen können, die alles repräsentieren, alle Räumlichkeiten der Umgebung zur Verfügung haben. Sie haben also dann, ich zeige das jetzt mal in einem Schaubild hier in der Präsentation, was Sie leider jetzt nicht sehen können live, weil die falsche Kamera läuft. Ja, sorry, die falsche Kamera läuft. Und ich aber in der Aufzeichnung, die nachher ja erscheint, sehen Sie jetzt zeige ich jetzt das Bild. Oh, da ist es. Das Bild der vielen Gruppen mit Menschen, von Menschen, ja, das zeige ich jetzt den Zuschauern, warum in der Aufzeichnung heute bei Google Meet jetzt immer auch dass die Präsentation sich in dem Personenbild wiederholt. Das ist mir ein Rätsel, ist aber mir jetzt auch egal. Und jetzt gehen Sie dann, also von dem Supermarkt, jetzt waren Sie gerade in einem Ihrer Supermärkte einkaufen und dann gehen Sie zu einer ihrer beiden Hausarzt-Gesundheitsgemeinschaften, die sie sich gewählt haben, indem sie im Internet gesucht haben nach der Umkreissuche oder von ihren Bekannten erfahren haben, welche Hausarzt-Gesundheitsgemeinschaft die höchste Punktzahl hat, also den höchsten Gesundheitsnutzen entfaltet mit ihrem kostenlosen Freizeit- und Wochenendkursangebot und so weiter. Wobei das natürlich nicht am ersten Tag möglich ist, diese Punktzahlen, sondern sie sind ja schon bei einem Hausarzt und sie gehen halt dann wahrscheinlich in seine Hausarzt-Gesundheitsgemeinschaft, nehmen an dem Kursangebot teil, Ernährungskurs vielleicht oder singen, tanzen, musizieren, Sport, Fitnessstudio, Tanzkurs, Tanzveranstaltung, vielleicht ohne Alkohol und Zigaretten und so weiter. Und ja, und sie lernen dort nette Leute kennen, sie verlieben sich dort, sie sind nie wieder alleine, einsam. Die Volkskrankheiten des Kapitalismus, der Marktwirtschaft, sozusagen,
verschwinden, nämlich Einsamkeit, Depression und Sucht und Konsumsucht. All diese Volkskrankheiten hören auf. Wir übernutzen die Erde nicht mehr. Die ganze Konsumsucht hört auf. Diese ganze Rumfahrerei und Reiserei hört auf, weil wir das nicht mehr brauchen. Wir brauchen die Zigaretten nicht mehr. Wir brauchen den Alkohol nicht mehr, weil wir Liebe finden, weil wir Partnerschaften finden, weil wir Sex finden, weil wir glücklich sind, singen, tanzen, musizieren. Alles, was unser Immunsystem stärkt, was uns gesünder macht. Der Arzt weiß genau, dass er es ihnen einen gesunden Lebensstil nahebringen muss, sie dazu anregen muss, wenn er es schaffen will, dass sie niemals Krebs, Herzinfarkt oder andere Krankheiten bekommen und so weiter. Und ja, und es entsteht da eine Art Paradies auf Erden. Und dann kommt der Arzt auch noch, geht hin und sagt, ja hoppla, die Wissenschaftler vermuten ja besonders vom Weltrat, dass der Mensch ein Gemeinschaftstier ist. Also machen wir doch mal Experimente davon. Hätte denn Lust, liebe Leute, in eine Gemeinschaft einzuziehen und von uns supervidiert sozusagen zu lernen, wie wir wieder in der Gemeinschaft, Liebe, Kontakt, Zärtlichkeit und Null Einsamkeit und so weiter, wieder richtig menschlich glücklich miteinander leben, lieben, arbeiten und was auch immer, ja. Und ja, und das ist wie ein Paradies dann auf Erden. Ich habe gerade wieder eine Internetfernsehsendung von einer Amerikanerin gefunden, einer Frau Doktor, die sich also mit der auch beschäftigt, mit der bonokommunistischen Gruppe ihr. Da wird der Arzt vielleicht auch fragen, wer hat denn Lust, mal auszuprobieren, ob es sich am Ende vielleicht wirklich rausstellt, dass wir Menschen eigentlich geschaffen sind und maximale Lebenslust und Lebensfreude vielleicht nur in der bonobo-kommunistischen Gruppenehe hier in einer Gemeinschaft sozusagen. Wir wollen ja auch in der Gemeinschaft Köln-Süd, will ich ja auch eine Unterabteilung haben, ein Unterexperiment einer bonobo-kommunistischen Gruppenehe haben. Da möchte ich natürlich dann bevorzugt dann auch einziehen oder mitmachen sozusagen und mitleben. Ja, und das ist eigentlich jetzt die Schilderung des Paradieses auf Erden. Und wir würden nie wieder Kriege haben, weil wir weil in der GWO die Waffenhändler nach dem Motto bezahlt würden: Liebe Waffenkonzerne, Rüstungskonzerne, wir geben euch nur dann genauso viel Geld wie im letzten Jahr, wenn im nächsten Jahr die Zahl der getöteten Menschen weltweit, aber auch in den Krisengebieten, für die wir euch zuständig machen oder für die auf euch zuständig zu machen wünscht, wenn ihr dort durch das Ausschwärmen eurer Friedensarbeiter und durch Defensivrüstung, die nicht mehr angriffstauglich ist, wenn ihr also mitgeholfen habt, dass im nächsten Jahr die Zahl der getöteten Menschen durch Gewalt um 5% zurückgegangen ist, dann kriegt ihr weiterhin das gleiche Geld. Wenn nicht, kriegt ihr weniger Geld. Ja? Und wir vertrauen darauf, dass ihr als findige Unternehmer den Weg findet, euch weiterhin das große Geld zu verschaffen. Sonst müsst ihr eben mit ständig weniger Geld leben, denn wir werden immer, wie alle anderen Staaten der Erde, die dann auch von uns beraten sind, vom Weltrat, auch alle unsere Gelder werden wir überall zurückschrauben, um euch Waffenrüstungskonzerne neue Anreize zu setzen, euch zu transformieren in Friedensförderungs- und Friedensanregungskonzerne. Und dafür kriegt ihr dann weiterhin gutes Geld, aber eben nicht mehr für das vielleicht nicht bewusste, ohne böse Absicht geschehende Schüren von Kriegen, wie es gerade aus unserer Sicht ja geschehen ist im Ukraine-Konflikt, wenn wir die tiefste Ursache suchen, der geht er auf die Denkweisen, die vorteilbringenden Irrtümer der Waffenkonzerne zurück. Ja, ich wäre noch zum Abschluss dankbar über einen kurzen Kommentar, und das war heute wegen der großen technischen Probleme eine ganz kurze Sendung und die erscheint
vielleicht in einer halben Stunde dann als Aufzeichnung, da haben sie dann wenigstens ein paar Bilder, denn live ist irgendwas wieder schiefgegangen, trotzdem ich ganz sicher die richtige Kamera eingeschaltet habe. Aber es hat nicht geklappt. Tschüssi, bis bald. Vielleicht haben wir heute Abend noch eine Konfliktklärung. Mal sehen, die vielleicht auch live, aber vielleicht auch als Aufzeichnung dann gesendet wird. Ich, tschüssi, bis bald. Ich beende als erstes die Aufzeichnung.